Ein Hallo von mir, herzlich willkommen von eurem Charles. Ich begrüße euch zu einem Guide zu Kuranai und zwar den neuen Wunschlieferungen im Patch 4.3 in Final Fantasy 14. Ich stehe schon bei Kuranai. Anzunehmen ist die Quest in Kugane. Das Wichtige dabei ist zu sagen, das könnt ihr nicht mit Level 60 machen, sondern ihr müsst Level 62 sein. Das heißt, für diese Wunschlieferungen braucht ihr Minimum einen Level 62er Sammler oder Handwerker. Das heißt, hier lässt man es uns über. Wir haben hier dasselbe wie bei den anderen Wunschlieferungen. Wenn ich im Timer gucke unter Wunschlieferungen Kuranai, dann sehen wir, dass wir genauso Teile eben abbauen müssen. Entweder wir können es craften oder wir können es eben sammeln. Beim Crafter ist es so, wir können es hier ganz normal craften mit meinen Guides, die ich gemacht habe zu Level 60, 62. Das heißt, wenn ihr in dem Levelbereich seid, guckt bei meinen Leveln Guides. Dort steht drinnen, wie und welche Rotation ihr verwenden könnt. Ebenso bei den Sammlern, hier hat sich nichts geändert. Es ist sehr leicht abzubauen. Wir haben hier überhaupt keine Probleme mit der ganz normalen Sammelrotation. Das heißt, hier in diesem Patch gibt es nicht wirklich Änderungen, was diese Sammeln, ja, dieses Umtauschen einfach betrifft für diese Wunschlieferungen. Und deswegen fällt dieser Guide auch relativ kurz aus. Wichtig ist nur, guckt Level 62, euer Gear, wirklich, dass es aktuell ist, dass ihr natürlich auch die ganzen Sachen nach dem Wert sammeln könnt und natürlich auch handwerken könnt. Was dazugekommen ist in den Patches, dass wir bei Materiallieferanten etliche Sachen mehr eintauschen können. Hierzu werde ich aber einen separaten Guide aufnehmen, denn hier hat sich doch einiges getan, was die Nebenhände, Haupthände und die rechte Seite betrifft. Das heißt, hier wird es von mir gesondert einen Guide geben. Ich hoffe, diese Kurzübersicht hilft euch weiter. Wie gesagt, die Guides, ich kann das euch gerne unten verlinken. Ich verlinke euch unten eben hinein, nach was ihr das craften könnt vom Level her oder sammeln könnt. Und somit bedanke ich mich und würde mich um Kommentare, Like, Abo natürlich freuen und natürlich eure Meinung zu den neuen Wunschlieferungen. Ich finde es gut, wir haben wieder Möglichkeit hier einfach die Charakter zu leveln, wenn er nicht auf Level 70 ist, die dies schon haben. Wir brauchen eine Menge gelbe Scheine, rote Scheine, vor allem gelbe. Das heißt, nutzt es und sammelt mit dem einfach eure gelben Scheine, um eben neues Gear eintauschen zu können. Und somit bedanke ich mich. Ein Tschüss von mir. Bis zum nächsten Mal.